Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Fail Part Donkey Kong Country Returns 200%. Wir stecken immer noch seit einer Folge an diesem dreckigen Level dran und ich bin nicht gestorben, okay? Und versuchen ihn jetzt auch endlich mal zu beenden. Und so wie es wirklich immer bei mir auf dem Kanal ist, ich mache irgendein Level in einem Jump'n'Run, schaff den nicht. Und im ersten oder zweiten Versuch des nächsten Parts, wo ich wieder bei dem Level anfange, da schaffe ich ihn im First Try oder im Second Try. Das ist halt echt so. Und das wird dieses Mal auch wieder sein, obwohl ich habe es angesprochen. Deswegen könnte es sein, dass es diesmal anders ist. Gehe ich aber nicht davon aus. Hier wurden wir letztes Mal verarscht, da wurden wir nämlich gar nicht getroffen, aber DK wurde doch getroffen. Das war knapp. Wir nichts machen. Wir warten. Jetzt kommt sie da auf die finalen Meter drauf an. Da, wo wir schon das meiste Mal gestorben sind. Und jetzt bitte reagier. Zwei. Es reagiert wieder nicht. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Ich hätte das Level echt schon schaffen können. Ich wurde halt nur mehrmals verarscht. Ich wurde einfach mehrmals verarscht. Der Knopf wird nicht angenommen. Der scheiß Zwei-Knopf wird nicht angenommen. Das hätte jetzt ein Treffer sein können, aber es war nicht mal einer. Und das mit dem Treffer am Ende des letzten Parts zu vergleichen, war ganz klar. Also das hätte dann wirklich ein Treffer sein müssen. Boah, ich dachte gerade, da müsste ich nur drüber laufen, aber es war eine andere Stelle. Boah, da habe ich echt nur gut reagiert, dafür, dass es von rechts nach links geht. Bitte, Donkey Kong, schaff es. Zweiter Versuch. Obwohl, eigentlich ist es ja der erste. Weil ich ja eben verarscht wurde. Jetzt nochmal. Zwei. So knapp vom Ziel. Und ich sterbe. Anscheinend hasst mich Donkey Kong Country Returns. Ja, ja. Haut mir noch mehr in die Fresse. Puh. Ey, komm, daran hätte ich jetzt echt nicht sterben müssen, ja? Das ist wirklich lächerlich. Alle, die gesagt haben, ich soll dieses dreckige Scheißspiel zu 200% spielen, sind Arschlöcher. Fette kleine Bastarde. Das war ein Glitch. Erstens hat er mich ganz deutlich getroffen, aber ich habe ihn getroffen, was manchmal irgendwie wegen der schlechten Hitbox ist. Aber ich habe ihn zweimal getroffen. Obwohl ich ihn eigentlich nullmal getroffen hätte. Einmal, okay. Aber ich habe zwei Münzen bekommen. Das heißt, ich habe ihn zweimal getroffen. Das war auf jeden Fall ein Glitch oder ein Bug. Ich würde eigentlich eher sagen, ein Bug. Oh, das war knapp. Ich sag ja so lange einfach gar nichts, bis ich es schaffe. Das wird nämlich sowieso klappen. Was habe ich gesagt? Einfach nichts sagen. Es ist zwar scheiße langweilig, aber einfach nichts sagen. Dann schafft ihr es. Deswegen war es auch wahrscheinlich nicht der erste oder zweite Versuch in diesem Part, wo ich das Level geschafft habe.
weil ich zu viel geredet habe. So, dann können wir jetzt weitermachen mit Welt 2. Nein, endlich. 2, 1, Blankenparcours und wir haben fast 400 Bananenmünzen. Also, wir werden nie wieder Probleme mit dem Leben haben. So, 2, 1, Spiegelmodus. Und da das ein ziemlich langer Level ist, ist das auch auf jeden Fall der letzte Level für diesen Part. Und da gibt's wieder Checkpoints. Oder ich glaube, wie sie hier heißen, das sind ja solche Schweine, die müssen Checkies heißen. Die Musik ist gar nicht voll. Okay. Also da hätte ich es schon irgendwie verdient, getroffen zu werden. Weil ich ja einfach YOLO durch gerade bin und die so knapp getroffen habe. Ja. Das braucht man ja doch eigentlich gar nicht aktivieren, oder? Nee, das braucht man nicht. Hä, waren die nicht Stacheln? Obwohl, nee, dann ist es wahrscheinlich bei einem etwas späteren Abschnitt. Vielleicht sollte ich auch erstmal gucken, wie sich die bewegen. Ich habe eben keinen Gegner gesehen. Ja, Orsch noch mal den Gegner. Okay. Okay, du solltest das nicht wirklich machen. Okay, was habe ich gerade gesagt? Okay, wenn du schaffst, dann finde ich es auch. Wissen, dass da einfach mal random eine Krabbe runterfliegt. Und die dann auch noch eine rote ist. Das heißt die schwierigere Version. Also die bessere. Woher soll ich das wissen, Retro Studios? LOL! Ja, nice Glitch. Okay, das war ein Glitch. Jetzt bin ich gerade noch mal sprachlos. Ich bin einfach... Also, nee, jetzt mal im Ernst, das war wirklich ein Glitch. Ich bin einfach 30 Meter hochgeflogen. WTH? Weil ich das genauso getimt habe, dass der gerade hochgeflogen ist, ich dann von unten gegen den, wie bei Mario Jump Ones von Goomba, und ich dann einfach mit der Flutwelle noch so den Hyperboost hatte. Lol. Okay, checken. Und jetzt kommen wieder diese Viecher. Aber wir haben die Helfer. Schade, den kann man nicht töten. Obwohl. Doch, ich glaube schon. Ja, hier geht er nämlich langsam runter. Und eben ganz schnell. Ich hätte die Krabbe jetzt fast nicht gesehen. Ja, hier sind die Nägelabschnitte. Hä? Wieso geht DK weiter nach links? Ich bin doch direkt nach rechts gegangen. Ach, du inkompetenter Affe. Nein. Ja, der ist tot. Definitiv. Durchwaschen! Wir kommen auch hochkommen. Warte, wie hoch kommt man denn so? Auf das Schwarze. Ein bisschen höher als das Schwarze. Obwohl, nee, man kommt ja genauso hoch. Ein bisschen höher als das Schwarze mal. Schade, ich will es mal versuchen. Schade. Nee, man kommt da nicht höher. Es geht also nur mit dem Gegner. Ja, nice. Das ist mal ein Glitch in Folge. Boah, das war jetzt echt knapp. Truhen oder Kisten.
macht hier so einen Weitsprung. Da muss man auch wirklich Weitsprung machen. Dann guck doch mal, wie weit das ist und wie hoch das vor allem ist. Ist nicht nur weit. Okay, da fährt sich echt ein Tod verdient. Wir sind kurz vorm Ziel, wo ist das G? Und diese Haie haben ein bisschen Kokain genommen. Oh, ich hab's überlebt. Oh, die Stelle ist fies, die Stelle ist fies. Nein! Oh. Banane. Boah. Das Ende mit nur einem Leben und nur Donkey Kong, ja, das ist schon fies. Aber wir haben es geschafft. Dann sind, würde ich mal sagen, gut in Welt 2 angekommen und haben 378 Bananenmünzen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.